Da heißt es, theoretisch kann jeder Bürger der USA, auch Einwanderer, vom Tellerwäscher zum Millionär aufsteigen. Damit gerade das nicht passiert, muss sich die Elite trickreich gegen die Massen abschotten. Ich glaube, dafür wurden diese runden Tische geschaffen. Es geht darum, sich gegen die Massen abzuschotten. Und Demokratie ist ja quasi die Massen, das Volk teilzuhaben lassen an der Macht. Und das soll vermieden werden. Und in diesem Buch beschreiben sie auch immer wieder die Stichwortgeber von Lippmann und Brzezinski, die sagen, das Volk, die Masse ist einfach zu dumm, die können das nicht. Wenn man denen die Macht übergibt, dann kommt dabei Verheerendes raus. Die müssen gelenkt, demokratisch in die richtige Richtung geführt werden, die wir steuern, weil die sind einfach nicht in der Lage, das zu tun. Darüber wollen wir reden. Warum haben Sie dieses Buch überhaupt geschrieben? Ich meine, man kann sich doch nur ärgern, wenn man das recherchiert. Ja, naja, das hatte durchaus eine Vorgeschichte. Ich habe selbst auch mal versucht, in die Politik einzugreifen. Es gab ja mal eine Wahlalternative soziale Gerechtigkeit, die dann irgendwann von der PDS vereinnahmt wurde. Und da war ich nicht mit einverstanden. Ich war der Meinung, dass dann hätte ich schon 16 Jahre PDS wählen können. Ich wollte was Neues machen. Und ich habe dann, wir haben dann so eine kleine Dissidentengruppe gebildet, die dann auch versuchte, eine Partei zu machen. Und da habe ich erstmal gemerkt, dass es eigentlich völlig unmöglich ist, eine neue Partei zu machen, weil man braucht dafür Beziehungen, Netzwerke. Also BASG hatte ja zum Beispiel die IG Metall-Netzwerke und so weiter. Aber man braucht vor allen Dingen drei Dinge: Geld, Geld und nochmal Geld. Und zum anderen habe ich einfach gemerkt, das zieht sowieso nur Karrieristen an, die mittelmäßig begabt sind, aber überdurchschnittlich verdienen wollen. Und dann habe ich gemerkt, auf dem Hebel kann man eigentlich keine gesellschaftliche Veränderung anstoßen. Ich habe schon damals dann sozusagen für meine Mitstreiter ein Papier im Internet, was teilweise auch noch im Internet ist, das genauso heißt, dem Macher hinter den Kulissen, veröffentlicht, ein kurzes Textchen, so von 10 Seiten oder so, wo ich schon mal sage, Leute, es hat keinen Zweck, wenn ihr jetzt versucht, wieder in den Bundestag zu kommen. Es wird genauso enden wie alle anderen vorherigen Gruppierungen auch. Ihr werdet eingeseift, es wird Pressure Groups geben, es wird interessierte Gruppen geben, die euch sofort in diesem goldenen Käfig des Bundestages vereinnahmen und Zwangsumarmen? zwangsumarmen oder auch freiwillig. Nicht? Also die Aussicht dann irgendwie doch recht schnell von BAföG auf richtig gutes Geld umzusatteln, ist einfach zu verlockend für viele Menschen. Der Mensch ist schwach. Was man braucht, ist ein neues Denken, ein neues Paradigma sozusagen. Ne? Und das war dann so mein Gedanke. Wer macht das Paradigma eigentlich? Warum ist, das konnten wir dann gerade 2005 war das ja, konnte das ja ein paar Jahre, konnte das ja beobachten, wie Schröder und Fischer, die ja dafür gewählt worden waren, mehr soziale Gerechtigkeit zu bringen und Friedenspolitik, wie gerade die ganz besonders dann sozusagen reingehauen haben, Schröder mit seiner Agenda 2010. Oder Joschka Fischer, der dann da anfing, wo Hitler aufhören musste, nämlich bei der Bombardierung Belgrads. Und warum ist das so? Warum kommt, wen immer man wählt, eigentlich immer dasselbe raus, nur eben, sage ich mal, in Nuancierung der Schrecklichkeit noch vielleicht getoppt. Wobei eben die grün-rote Regierung eben noch mal Kohl getoppt hat in jeder Hinsicht. Und da habe ich geguckt, was gibt es da eigentlich so für Gruppierungen, die man gar nicht so kennt, die aber vielleicht Einfluss ausüben. Man spricht immer viel von Lobbys, nicht wahr? Und aber Lobbys haben immer ganz begrenzte Interessen. Dann will meinetwegen ein Bauernverband, was weiß ich, andere Legehennenverordnungen haben, als sie durchgeführt sind. Aber es geht nicht um die große Sicht. Und ich habe jetzt mal geguckt, dann ganz systematisch und habe das eben auch den Leuten versucht zu vermitteln seit 2005. Es gibt hinter den Kulissen Gruppierungen, die alle Parteien für sich vereinnahmen. Und Also von wo aus Politiker, also die politische Kaste beliefert wird. Das sind quasi so, ja, ja, so Schulungszentren, rekrutiert, genau, und dann werden die dahin geschickt. Rekrutiert, gefördert
und eben auch inhaltlich angefüttert, wie sie es brauchen. Ich lese einfach mal ein paar vor, weil es ist wirklich, also die, die mir jetzt mal spontan, die ich mir angemalt habe, also den BAT, Business Roundtable. Können Sie kurz was zu sagen, Business Roundtable? Ja, Business Roundtable, ja, ist jetzt für uns in Europa nicht so wichtig. Ist eine US-amerikanische Gruppierung, eine Lobbygruppe der CEOs, also der Chief Executive Officers, also derjenigen, der Strategiegötter der Konzerne, die also befreit von der Tagespolitik darüber nachdenken, wie kann mein Konzern mit dem anderen einen neuen Markt. Ja, welche Marktstrategien, wo könnte er jetzt wachsen? Weil wachsen müssen ja alle. Es ist in den USA 1972 gegründet worden und hat seitdem eigentlich konsequent jede vernünftige Gesetzesinitiative eines US-Präsidenten oder des Kongresses, gibt es ja durchaus, zu Fall gebracht. Und wir machen nur stichwortartig weiter, weil ich glaube, wir werden Sie nochmal einladen. Ich glaube, kann ich jetzt schon sagen. Der CFR, also Council of Foreign Relations, ganz bekannt. Der ist wichtig. Das ist die Mutter aller dieser subtilen Beeinflussungsgruppen. 21 New York gegründet, will ich das sagen. 1921 in New York gegründet. Und wer hat gegründet? Von den Superreichen der USA. Und es sind auch Konzerne, korporative Mitglieder. Und ich sag mal, es ist gestaffelt. Ja. Der Council on Foreign Relations heißt ja der Rat über auswärtige Beziehungen. Ja. Das heißt, man hatte damals erkannt, die USA werden in Zukunft weltweit regieren müssen. Ja. Dafür braucht man eben auch eine Expertise, eine wissenschaftliche Expertise. Es reicht nicht mehr, wenn diese Artus-Runden, nenne ich das mal, runden Tische der Mächtigen, einfach aus dem Ärmel heraus regieren wollen. Wenn da nur Militärs sitzen? Nö, wenn da jetzt Unternehmer sitzen, meinetwegen, oder eben Banker. Ja. Man hat das gesehen, es gab etliche Fehlgriffe von US-Präsidenten und so weiter. Man kann nicht mehr länger einfach nur Pi mal Daumen regieren, sondern man muss sich jetzt die Expertise der besten Wissenschaftler des Landes holen. Ja. Und das sind in dem Falle der Ivy League Universitäten, also der privaten Superuniversitäten und halt Rand Corp jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg oder MIT, Massachusetts Institute of Technology oder Brookings Institution. Ja. Die liefern dem Council Expertise, Gutachten und so weiter. Ja. Um nochmal auf die Staffelung zu kommen, ganz oben eben die Artus-Runde der Superreichen plus einigen verdienten Superintellektuellen wie Henry Kissinger oder Zbigniew Brzezinski oder früher Walter Lippmann, die durch ihre Expertise ganz besonders die Interessen dieser Superreichen gefördert haben. Man muss sagen, das sind schlaue Köpfe. Natürlich. Es ist da ja keine Dumpfbacke. Also sowas wird man sich gar nicht leisten. Wollen und können, muss man dazu sagen. Und darunter ist die Schicht, des, was Krischmanski, den Sie ja auch schon interviewt haben, genannt hat, die Domestiken der Superreichen. Mhm. Das sind Multiplikatoren. Alpha-Journalisten. Alpha-Rüden aus den Medien, aus der Politik, aber auch Militär, Geheimdiensten, die dann Einfluss ausüben nach unten wiederum, an ihre Untergebenen. Also das sind aber Leute, die haben jetzt nicht große Privatvermögen, die haben einfach was im Kopf. Wenn sie da versagen, wenn sie aussortiert. Sowohl als auch. Es sind eben auch mal wegen Unternehmer darunter, die aber jetzt nicht so mächtig sind wie mal wegen Rockefeller. Ne? Also sowas wie der Bertelsmann-Konzernlenker oder kann man auch sagen, ein Gutenberg gehört dazu oder gehörte dazu? Ja, ja, der würde aus der guten Familie kommt. Aber der könnte auch in die Artus-Runde aufsteigen. Es war wohl geplant, den in die Artus-Runde aufzunehmen. Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP. Ja, die heißt im englischsprachigen Raum German Council on Foreign Relations. Aber damit der deutsche Michel das nicht bemerkt, dass das die Filiale des Council on Foreign Relations ist, heißt sie eben seit 1955 Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik und ist halt zuständig für die außenpolitische Expertise der deutschen Bundesregierung. Allerdings durch die Brille der transatlantischen Paradigmen betrachtet. Lassen Sie uns gleich bei TTIP bleiben. Da gibt es ja diese ominösen Schiedsgerichte. Alle reden über das Klohuhn oder eben auch nicht. Was hat es denn mit diesen Schiedsgerichten auf sich? Vielleicht können Sie es mal erklären, dass das wirklich ein Knockout sein kann oder vielleicht ist für die Demokratie, wenn das durchkäme. Ja, also das ist ja nun schon allgemein bekannt und kann ja auch fast von jedem schon runtergebetet werden, dass eben unabhängige Schiedsgerichte
die außerhalb der Rechtsprechung der Nationen sind, sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit irgendwo treffen, ein Vertreter, meinetwegen konkretes an ein Beispiel, ein Staat, ein Konzern fühlt sich jetzt gestört durch strengere Umweltschutzauflagen in einem bestimmten Land, dann kann der Konzern diesen Staat verklagen auf Schadensersatz, weil es wird angenommen, dass ihm dadurch Gewinne durch die Lappen gegangen sind. Also Exxon würde theoretisch in Bayern nach Öl bohren wollen. Jetzt sagen die Bayern, das wollen sie nicht, weil es direkt bei ihrem schönen Chiemsee ist. Ja. Können sie gerne machen, aber dann müssen sie einige Milliarden an uns ablatzen. Man nennt das Investitionsschutz. Ja, klingt toll, ne? Ja, man schützt etwas. Ja. Investitionen, ich meine, Investoren sind ja sowieso jetzt Götter, göttliche Wesen, die wir also auf keinen Fall irgendwie vergrätzen dürfen. Und da ist dieses, ich würde aber sagen, das ist eben auch nur... Nach dem Chlorhühnchen hat man jetzt das nächste mit dem Investor-State-Settlement-Dispute. Ja, ja. Es geht ja viel weiter. Es gibt eben die Tendenz des Kapitals zu zentralisieren, alles um sich herum zu zentralisieren. Und dann in der Peripherie, also Metropole und Peripherie, in der Peripherie eigentlich auch intakte Strukturen zu zerschmettern, zu zerstören. Also das zu übernehmen. Ich gerade beschrieben habe mit NAFTA, so ist es mit der DDR gelaufen nach der Wende. Ja. Und wir wiederum werden auch auf der Strecke bleiben, wenn es jetzt zu diesem TTIP-Abkommen kommt, dann werden die USA, die viel besser aufgestellt sind als wir mit unseren 27 zerstrittenen Nationalregierung, altes Europa gegen neues Europa, Stichwort, werden wir zur enthaupteten verlängerten Werkbank der USA. Sie haben gerade noch ein neues Feld aufgemacht, die ehemalige DDR. Können Sie gleich mal, Sie schreiben in Ihrem Buch auch darüber, wie dort quasi Banken raubrettermäßig durchs Land gefahren sind und Konzerne und Firmen nur deswegen aufgekauft haben, weil die subventioniert wurden von der DDR, und dann hat man später gesagt, das ist ein offener Kredit, das kriegen wir doch von euch. Ja. Kannst du mal erklären? Also da haben wir schon Erfahrung, wie wir das im Land selbst machen können, wie sowas was abläuft. Ja, ja. Und das, also es war so, es gab ja die Kombinate in der DDR, das waren also volkseigene Konzerne, Industrieeinheiten und so weiter. Die haben ihre Gewinne an den Staat DDR abgeführt. Das war ein wichtigerer Einkommensfaktor als die Steuern. Der Staat hat wiederum, weil ja Kombinate alles Mögliche zu tun hatten, sie mussten Kindertagesstätten und so weiter finanzieren, Ärzte und so weiter, sehr umfassenden Service für ihre Mitarbeiter. Sie brauchten Geld. Sie bekamen einen Teil dieser Gewinne als Gewinnrückführung zurück. Aber über DDR-Banken. Diese DDR-Banken wiederum haben das leider Gottes, muss man nachhinein sagen, diese Rückführung als Kredite in ihren Büchern gehabt. Das waren aber keine kapitalistischen Kredite. Das waren Subventionen in dem Sinne. Ja. Als nun die DDR zusammenbrach, haben die Westbanken entdeckt, aha, Kredite? Da gibt es was zu Kredittitel. Ja. Haben für ein Appel und ein Ei über die Treuhand diese DDR-Banken gekauft. Nur wegen der Titel? Na, es gibt vielleicht noch mehr. Gründe? Natürlich auch die ganzen Kundenkarteien und so weiter. Ja. Ne? Dann ist man im Schnellverfahren, hat man einen neuen Markt aufgetan. Gut, und dann haben sie halt diese DDR-Banken aufgekauft und haben dann wiederum diese angeblichen Kredittitel, die keine Kredittitel waren, bei den Kombinaten eingefordert, plus 10% Zinsen. Aha. Da sind selbst funktionstüchtige Kombinate zusammengebrochen, mussten Insolvenz anmelden. Also hat man so den Markt auch bereinigt? Auch das. Allerdings gab es da auch noch andere Techniken, aber war auch eine Möglichkeit. Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Hermann Plopper. Ich halte das Buch nochmal in die Kamera. Die Macher hinter den Kulissen. Ich rate dringend dazu, dieses Buch zu kaufen, es zu diskutieren und sich zu überlegen, wie man sich einbringen kann, um ja selbst Teil einer Genossenschaft zu sein, weil das gehört zur Demokratie, sich einzubringen, und das kann man auch tun. Dieses Buch turnt nicht ab, sondern im Gegenteil, es stachelt an und auf, ey, ich mache jetzt mal was, und das sollte die Botschaft sein.
Mein Name ist Kenny Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. kenfm.de